Moin moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Immer das gleiche Gelaber, aber schöne Musik. Ich habe jetzt komplett abgetankt, irgendwie steht der Depp da immer noch so scheiße rum. Weiß auch nicht, womit ich das verdient habe. Und ja. Jetzt kommt er zum Abtanken. Aber der soll gleich mal auf der anderen Seite abtanken. Nicht immer durchs Feld fahren. Also was er jetzt macht. Ey, irgendwie. Ich glaube, die Helfer sind betrunken hier. Aber ich finde das jetzt schon mal. Das ist wieder mal so eine Sache, was ich beim LS um einiges besser finde. Was ich hier besser finde wie im LS. Der fährt jetzt, das ist so wie Curse Play. Der fährt jetzt alleine abtanken, obwohl der Anhänger nicht voll ist. Lass ihn mal fahren. Shitty Goal. Und ja. Und wir sind hier weiter am Dreschen. Vielleicht habe ich ja bald das Geld zusammen für eine neue Grafikkarte und dann wird das auch alles ein bisschen grafischer hier, ein bisschen besser und sowas. Da spare ich jetzt gerade für eine neue Grafikkarte. Weil so billig sind die Grafikkarten nicht. Für die Leute, die sich ein bisschen auskennen. Und da ich auch Familie habe, muss ich halt immer ein bisschen drauf achten. Drauf achten. Aufs Geld, dass ich nicht einfach sage, gut, ich kaufe mir jetzt eine Grafikkarte für 300 Euro. Nee, mache ich nicht. Ich spare jetzt gerade auf eine 1060, 6 GB. Finde ich eigentlich ganz gut. Reicht mir, denke ich. Weil eine 1080 Ti ist mir einfach noch viel zu teuer. Obwohl eine 1080 Ti wäre schon geil. Aber die sind einfach extrem teuer, finde ich persönlich noch. Auch gebraucht. Weil die von Leuten, die dann aufrüsten nach einem halben Jahr oder ein Jahr auf eine 2070 oder 2080. Wo ich sage, gut, wenn ich auf eine 2070 oder 2080 aufrüste, man packt mein PC, glaube ich, gar nicht mehr. Und von dem Geld fahre ich lieber in Urlaub mit meiner Familie. Tja. So ist das. Und nicht anders. Mal gucken, wann mein Abfahrer wiederkommt. Da bin ich ja mal gespannt. Wenn er sich nicht verfahren hat, heißt es.
gucken, was da jetzt so alles steht. Ich weiß ja nicht, ob das mein Feld ist, ob was er da verkauft oder. Ich finde es wirklich cool gemacht hier von der Bodenstruktur und allem drum und dran. Und dass du wirklich selber drauf achten musst, wie schnell du fährst. Dass du nicht zu schnell fährst. Finde ich ganz cool gemacht. Oh, ich glaube, er kommt wieder. Wahnsinn. Zumindest steht er da. Steht schon mal bereit. Die Frage ist nur, auf was wartet er? Auf besseres Wetter? Weil ein Auto war da nicht, was er durchlaufen musste. Eine Blase am Finger. Kriege natürlich nicht weg jetzt. Guck ich eigentlich hin. Ich weiß auch gar nicht, wie er fährt. Ach ja, ist schön. Passt das? Passt. Oh, lass ich ihn mal kommen, wa? Oh. Will er mich verarschen? Oh, jetzt hat er gedreht. Jetzt hat er es gemerkt. Boden ein bisschen uneben. Bieten unebener Boden. Alter!
Will der mich verarschen? Ja, kommt er jetzt? Ah, jetzt kommt er. Warum fängt er nicht an? Das ist mal cool. Ich find's cool, dass das alles wirklich fast automatisch läuft hier schon, wie bei Curseplay und so. Finde ich ganz geil. Dass ich nicht so in Anführungsstrichen den richtigen Helfer einstellen kann, finde ich komisch. Aber ist nun mal so. Da kann ich auch mit leben. Weil der ist ja total doof, der Typ. Geht jetzt wieder verkaufen, weil der Anhänger wieder voll ist. Und wenn er wieder da ist, bin ich bestimmt auch fertig mit dem Feld und ja. Mann, ist das schon spät, ist das schon spät. Ach, ja. Aber egal, was tue ich nicht alles für meine lieben Zuschauer, Abonnenten und Freunde, wie ihr euch sehen möchtet. Einige von euch wissen es ja schon, die sehe ich als Freunde, einige wirklich als Zuschauer, einige als Abonnenten. Also es ist wirklich eine schöne Zeit bis jetzt gewesen. Ich glaube, ich habe bald mein erstes Jahr voll. Mal gucken wann. Mal gucken, was ich glaube im April oder sowas haben wir ein erstes Jahr voll. Oder Mai, weiß ich gar nicht. Und mal gucken, was ich mir dann da für euch einfallen lasse. Und mal gucken, wo ich dann gelandet bin von Abonnenten. Ja, das natürlich ist es nur Hobby, aber ich finde es natürlich cool, wenn umso mehr Freunde und mehr Zuschauer da sind, mit mehr Leute meine Videos gucken und dass ich mich mit mehreren Leuten unterhalten kann. Das ist für mich einfach verdammt wichtig. Dass die Livestreams wirklich leben. Nicht nur drei Stück schreiben, dass dann da wirklich mal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 schreiben. Natürlich ist es für mich dann auch anstrengend, die zu verfolgen, zu beantworten. Aber dafür habe ich ja meine Abonnenten. Abonnenten sage ich schon mal, Moderatoren, die sich vieles beantworten können. Und die eigentlich die Befehle von meinem Nightbot kennen. Und mit ihm das machen. Mit dem Nightbot da. Wenn jemand Fragen hat,
zu denen, mit denen ich zusammen streame oder auf meinen Discord-Kanal kommen will. Oder. Falls ich nicht gleich darauf reagiere. Aber es ist immer schön, wenn ich neue Namen lese, neue Abonnenten bekomme und dass die Videos einfach gut ankommen bei euch. Das ist für mich einfach das Wichtigste. Dass euch das gefällt, was ich mache. Die Abonnenten sind so ein schönes Beibrot dabei. Und viele fragen mich, ja, wie kann ich dir spenden und sowas? Mir kann man Trinkgeld geben, keine Frage, aber man muss es nicht. Es ist wirklich zu 1000% freiwillig. Ich habe einen normalen Job, also ich bin nicht auf das Geld der Spenden angewiesen. Natürlich ist es ein kleines Beibrot, dass ich dann meine Technik verbessern kann und solche Kleinigkeiten, sag ich mal. Das ist natürlich so ein schönes Beibrot. Aber es ist nicht zwingend vorgeschrieben. Weil alle Spenden, die ich kriege, entweder sind die für die Serverbetriebskosten oder Aufrüstung des PCs oder neues Headset oder. Für was anderes werde ich das nicht nutzen. Oder es kriegt meine Tochter in ihre Spardose. Weil wenn ich die Serverbetriebskosten abgedeckt sind, ist das ja überschaubar. Aber wenn meine alles was über ist, wenn mein PC aufgerüstet oder ich gerade nichts Neues kaufen muss oder wenn ich ein DLC mehr kaufen muss für den PC oder für ETS oder, wenn alles bezahlt ist sozusagen, was ich für euch brauche, um für euch die Aufnahmen besser zu machen und jenes, dann wandert das alles zu meiner Tochter in die Spardose. Mal gucken, ob er ankommt jetzt. Mal gucken, ob es jetzt besser klappt. Mit ranfahren. Irgendwie gar nicht. Du bist zu schnell, ja? Der Hellwall. Mal gucken, ob er jetzt schnallt, neben mich zu fahren. Ob sie abtanken kann? Ich glaube nicht. Der schnallt das nicht hier.
Das haut ja schon wieder ab. So, jetzt. Och, bleib doch stehen, du Depp. So. Mal eben zu Ende abtanken lassen, den Arbeitsmodus ausschalten, dann mal gucken, was denn kommt. So, dann bringen wir das alles nochmal eben schön zurück. Oh, ich komme von der falschen Seite. Das sollten sie bei LS auch mal machen, dass es so gefixt ist. Fahren wir mal schön zum Händler. Ich finde das wirklich cool gemacht alles. Wo hängst du denn jetzt fest? Ach, den Deppen. Die blinken aber auch nicht, ne? Der fährt ja noch betrunkener als ich. Ich fahre ja schon betrunken, aber der ist ja die Krönung.
Ach ja. Mal ein bisschen abkürzen. Super. Geschafft. Oh, 91.000. Geh mal in den Shop, wa? Ach, P ist ja gar nicht Shop. Oh, der ist so teuer. Was ist der denn? Auch 150.000. Ja, wie man sieht, habe ich ein paar Mods drin. IT-Runner. Klingt cool. Was war das denn nochmal? Ich glaube, Häcksler oder Bomb-Dumpfding. Weiß ich gar nicht. Das will ich noch für meinen MB-Crack haben. Vorne ist das nämlich so ein Bullenfänger für vorne. Frage ist nur, wo ist das jetzt hingelegt worden? Da. Wie rum liegt denn das? Ah, so rum dahin. So, jetzt hat mein MB-Truck einen Bullenfänger. Der ist zwar ein bisschen kurz, ich kenne ihn eigentlich als länger, aber ich finde es cool. Licht aus. So, liebe Zuschauer, schön, dass ihr so lange wieder dabei gewesen seid. Wenn euch dieses Video gefällt, oder allgemein meine Videos gefallen, lasst gerne ein Like da und ein Abo da. Und wenn euch irgendwas nicht gefallen sollte, nicht gleich einfach ein Dislike reinhauen, schreibt mal einen Kommentar dazu. Vielleicht kann ich es verbessern, vielleicht kann ich es ändern. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.